Heute für euch, warum Newt Scamander auf der Karte des Rumtreibers zu sehen war. Das und mehr jetzt in diesem Video. Die Karte des Rumtreibers ist eines der faszinierendsten Werkzeuge, die ein Schüler in Hogwarts besitzen kann. Sie zeigt den genauen Standort und die Bewegungen von jedem im Schloss an. Umso faszinierender finde ich es, dass Newt Scamander eines Tages im Film Der Gefangene von Azkaban auf dieser Karte entdeckt wurde. Aber warum sollte der berühmte Magizologe Newt Scamander auf der Karte des Rumtreibers in Der Gefangene von Azkaban erscheinen? Nun, manche Theorien besagen, dass es nur ein Easter Egg für den Film war, aber ich denke, dass es tiefere Gründe dafür gibt, warum er zu diesem Zeitpunkt in Hogwarts anwesend war. In diesem Video stelle ich dir drei Theorien vor, die ich dazu gefunden habe. Aber bevor wir damit starten, bei Instant Gaming bekommt ihr alle Spiele, die ihr euch sonst woanders kaufen würdet, einfach günstiger. Sogar das neue Hogwarts Legacy Spiel ist zurzeit stark reduziert. Passend dazu gibt es bei Instant Gaming ein Gewinnspiel, bei dem ihr ein Spiel eurer Wahl von Instant Gaming gewinnen könnt. Dafür klickt einfach auf den Link in der Videobeschreibung. Aber jetzt lasst uns direkt mit der ersten Theorie starten. Als erste Theorie haben wir Newt Scamander und die Kammer des Schreckens. Newt hat den Basilisken dort studiert. Der Basilisk ist eine der gefährlichsten und seltensten Kreaturen in der Welt der Zauberer. Er wird als ungeheuer gefährliche Kreatur eingestuft, das heißt, er ist ein bekannter Zaubererkiller, der nicht gezähmt werden kann. Seine mythische Existenz und sein tödlicher Blick machen es einer Hexe oder einem Zauberer unmöglich, ihn zu finden, geschweige denn ihm nahe genug zu kommen, um ihn zu studieren. Das ist wichtig, denn am Ende von Harrys zweitem Jahr gelingt es ihm, die Kammer des Schreckens zu finden, dieses Versteck zu öffnen und den Basilisken zu töten, den Salazar Slytherin zurückgelassen hat, der die Schule von allen muggelstämmigen Schülern befreien sollte. Dies war das einzige Mal, dass ein Basilisk gesichtet wurde, abgesehen von der Öffnung der Kammer durch Tom Riddle im Jahr 1943. Dumbledore war sich der monumentalen Bedeutung dieser seltenen Gelegenheit, einen toten Basilisken zu untersuchen, bewusst, und deshalb hätte sich Dumbledore wahrscheinlich an den führenden Experten für magische Kreaturen gewandt, um sicherzugehen, dass es richtig gemacht wird. Diese Person wäre Newt Scamander gewesen. Newt würde mit Dumbledore in die Kammer hinabsteigen, den Körper des Basilisken aus der Nähe untersuchen und Notizen machen, um wichtige Merkmale zu notieren. Er würde sogar Proben von Blut, Gift, Schuppen und Augen des Basilisken für weitere Tests machen. Sobald sie fertig wären, würden die beiden die Kammer des Schreckens verlassen. Dumbledore würde die Kammer des Schreckens offiziell versiegeln, damit kein anderer Schüler mehr dorthin gelangen könnte. Kommen wir nun zur zweiten Theorie. Newt Scamander wollte Seidenschnabel retten. Hippogreife sind äußerst stolze Geschöpfe, die Respekt und Etikette verlangen, wenn man mit ihnen zu tun hat. Ohne die richtigen Umgangsformen schlagen sie um sich, wie es bei Draco Malfoy und dem Hippogreif Seidenschnabel der Fall war. Während seines Unterrichts über die Pflege magischer Geschöpfe brachte Hagrid Seidenschnabel mit, um zu zeigen, wie man sich einem Hippogreif richtig nähert. In einem Versuch, Hagrid zu untergraben, näherte sich Malfoy absichtlich Seidenschnabel, ohne den nötigen Respekt zu zeigen, und Seidenschnabel griff ihn daraufhin an und brach Malfoys Arm. Dieser Angriff auf Malfoy löste eine sofortige Untersuchung durch das Ministerium aus, die dazu führte, dass Seidenschnabel leider zum Tode verurteilt wurde. Als Anwalt aller magischen Geschöpfe hätte Newt Scamander wahrscheinlich ein Interesse an diesem Fall gehabt, vor allem wenn er den wahren Grund für Seidenschnabels Angriff auf Malfoy von Hagrid oder Dumbledore erfahren hätte. Newts Mutter war eine Hippogreifzüchterin, als er jünger war, und so verbrachte er viel Zeit mit diesen Kreaturen. Er könnte über ihr Verhalten sprechen und zeigen, dass Malfoy nicht die richtigen Anweisungen von Hagrid befolgt hat, was Seidenschnabel unschuldig machen würde. Deshalb wäre Newt gerne nach Hogwarts gereist, um Seidenschnabel zu verteidigen und zu versuchen, seine Hinrichtung zu verhindern, was ihn zu diesem Zeitpunkt in die Hallen des Schlosses gebracht hätte. Und nun zur Theorie Nummer 3: Newt und sein neues Buch. Diese Theorie besagt, dass sich Newt Scamander mit Dumbledore wegen seines neuen Buches in Hogwarts traf. Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, ist eine der ausführlichsten Veröffentlichungen über magische Kreaturen in der Welt der Zauberer. Es ist sogar ein obligatorisches Lehrbuch für Studienanfänger. Es heißt, dass Newt 1993 ein Interesse daran hatte, eine Version von Fantastische Tierwesen für die Muggelgemeinschaft zu drucken, die aus der Perspektive der Fiktion geschrieben sein sollte, die aber dazu diente, Muggel lässig über die Kreaturen aus der Welt der Zauberer zu informieren. Zufälligerweise wurde diese Ausgabe des Buches im Jahr 2001 gedruckt und erhielt auch ein Vorwort von keinem Geringeren als Albus Dumbledore.
Damals war es wahrscheinlich, dass Newt Dumbledore in Hogwarts besuchte, um das Buch zu besprechen und ihn zu bitten, ein Vorwort zu schreiben, wenn das Buch fertig ist. Aber das war noch nicht alles. Newt sammelte ständig neue Informationen über verschiedene magische Kreaturen, denen er begegnete, und brachte dann eine neue Ausgabe von Fantastische Tierwesen heraus, die diese Informationen enthält. Mitte der 1990er Jahre befand sich das Buch bereits in seiner 52. Ausgabe. Newt traf sich also nicht nur mit Albus Dumbledore, um das Buch zu besprechen, sondern Dumbledore bot ihm möglicherweise auch die Gelegenheit, ein magisches Wesen zu studieren, das er für das Buch sonst nie hatte. Das bringt uns zurück zum Basilisken, der in der Kammer des Schreckens anwesend war. Newts Standort auf der Karte des Rumtreibers sieht so aus, als würde er sich im Büro des Schulleiters befinden, in dem sich zufälligerweise auch Albus Dumbledore aufhielt. Das ist einer der stärksten Gründe, warum er zu dieser Zeit in Hogwarts gewesen sein könnte. Und das war es auch mit den Theorien, warum Newts Gemälde auf der Karte des Rumtreibers zu sehen war. Wenn du eine andere Theorie dazu hast, schreib sie gerne in die Kommentare, oder falls ich etwas vergessen habe oder du neue Videoideen hast, schreib es ebenfalls gerne in die Kommentare. Und das war es auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib sie mir gerne auch in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.